Und jetzt geht er nach vorne, Nightmare von Lily durchbekommt. Double Damage ist da. Was soll das? First Blood. Ja, gerade Light Axe hier Level 6 Bereich, der bereits erreicht. Und das ist der Punkt. Level 6 nach 6 Minuten als Offlaner. Das ist halt the dream. Lil muss sich hier auch direkt raus tippen. Zone in your face. Und weg war's mit dem Bane. Hat hier noch den Stick sogar Fairy Fire gezündet, aber es reicht nicht, um zum Rosh zu kommen, um sich zu denen. Hat hier noch den Stick sogar Fairy Fire gezündet, aber es reicht nicht, um zum Rosh zu kommen, um sich zu denen. Nein, wurde er nicht gemacht, nur wurde er während der Zeit der Charge in die Mitte auf Lil. Aber er ist nicht rein, aber dort mit dem Ultimate und zieht er auf den Kämpfen das gesamte Mana, die Flash und durchsteigen. Und am Start und der Double Kill und Gott hat er mehr als genug. Von hinten kommt jetzt auch noch FNG dazu. Swindle sind vielleicht auch noch in Gefahr. Er hat Hunger und gönnt sich natürlich das Toastbrot direkt. Nächstes Nightmare in der Mitte direkt gesetzt. Hat jetzt immer noch auf der 2, hat gerade noch mal ein Arcane gespielt, aber Sato entsnährt, er kommt schon, schöner Bodyblock versucht hier, Sato ist auf dem Weg, von hinten kommt Hansky, wunderbar, Roundhouse Kick, und wenn wir noch die Gefahr nicht gewandt, da kommt direkt auch noch mal der Rollin Boy rein, neben Versalz auf FNG gezündet, aber nein, der sitzt hier noch mal, jetzt von hinten kommt jetzt auch noch mal der Logan mit reingerannt, und der wird das Flow weiß gar nicht mit ihm geschieht, und plötzlich werden sie hier in den Tower gedeiht, da kommt noch mal der Savage Show, der nächste Kick. Slays me. Appalling. A healing hand. Damn it. Killing spray. Double kill. Your green dudes, something bad is happening in your bottom. Are fortified. Quick sprint. Sie braucht Mana, sie braucht HP und es gibt sogar noch einen Schildbuff, der genügend gibt. Und im Endeffekt, wenn man das Gold früher hat und sonst gerade kein anderes Wüstenboss gefordert hat, why not? Denn jeder der Seite denkt sich auch, why not? Und why not? Der Cube King McNack ist auch und der Main Ultimate hat uns die Kombo, die den Draft angesprochen hat. Das ist die Kombo des Todes. Perfekt exekutiert, wie gerade die Complexity. Und ich glaube, Spiel Nummer 2, komme was wolle, Bad diesen Ohr. Okay, Gott geht nach vorne, schöner Ultimate, der Charge noch mal durch. Hier kommt das Bro besucht und kommt direkt von Limba an der Seite. Steht hier auch nochmal direkt der FNG. Und ja, zumindest Dark, hier werden sie auch bekommen. Es will jetzt diesen Kopf, diesen Rosh jetzt anzugehen. Da kommt auch schon das Schmusebärchen. Braucht der Vater, das ist dann drauf. Die Rücken sind da, aber es wird uns nicht so voll. Und der auch schön direkt das Schutzgut jetzt gibt hier Gott rein, den Ludwig kommt durch, Lüfte da war angegangen, Lüfte mit Gott durch, gebrochen worden, aber gerade im Gewässer müssen wir aufpassen, die Leute fallen sich mit der Weg von Gott auf den Kultur gewonnen, Schaden, da kann man den Ludwig grüne mal an der Seite auf den Kultur, und der kommt hier ordentlich rein, aber das ist hier ein Tod an der Seite, nur dass ich hier Fokus am Leben, das ist schon nach Silence, Metal to Silence und das schon so ein bisschen angegangen, aber Complexity weiß ich Bescheid, schickt lieber Laune Bärchen plus Ludwig Bärchen hier auf den Freien. Und hat auch kein Ultimate gerade, wie gewartet,
und ich komme dazu und geworden. Dort gehen wir jetzt mal genau nach. Da kommt jetzt der UK, wo das mit dem Tag durch will. Mal rein. Zu leiten, also bei der Zeit bereit zu wissen. Und die kommt jetzt gerade nochmal raus. Der kann raus, 6 Sekunden bis zur Ultimate. Aber da geht es aber erstmal vorwärts. Er hat kaum noch in gerade in die Box. 30 Stück. Also er wollte da definitiv noch mal hin, um wirklich komplett abzurasieren. Aber da kommt Zentrum jetzt nach vorne, Glimmercape gezündet, um außerhalb der Mission zu gehen. Und die wollen nur auch gerade ein paar Jason 2 weg von Kobos, um da wieder einzugreifen. Kommt aber, muss sie aber zu die 3 Tower tippen und glaube, Bärchen wird hier angegangen, ein Zwiebel aber zündet. Und die direkt vorne, die kommen ganz schön gut zu den Raum, kommt hier raus. Sandra geht da mit Ziel hinten rein und Sandra vorne weg. Und die sind hier und gehen wieder links down, bevor er noch macht. Man bringt mal mit unter Führung, das rennt jetzt auf Gott. Auch hier hat man auf Chancing drauf, die würde vielleicht die Lohne auch noch bauen. Dann könnte sie die falsche Karte eventuell gewinnen und dann jetzt geworden. Chancen, die gerade fliegt. Unten kommt an der Seite zwischen, drückt die Verfügung, geht hier down, der Lohn ist jetzt auch weg. Und das könnte der erste Fight sein, der wirklich Collier vielleicht sogar gewinnt. Der kommt aber nach dem Z-Krieg mit dem Kick, wollte er aber weg. Aber da kommt natürlich Gott hinterher mit dem Decker, aber Z-Krieg ist hier. Der Decker mit dem kommt da nochmal raus. Diesen Purge dabei hast, die Buffs empfehlen. Ja, Search empfehlen, kriegst du auch ganz zu gut dort. Der muss an der Seite schon mit Z-Krieg auf Z-Krieg. Gegangen, Kobos kommt hier drauf, hittet hier ein paar Mal, aber da kommt auch schon die Mega-Armee und trotz God Strange, er kriegt den Dark Seal nicht zu fassen. Vacuum, schön direkt gecharged und cancelled, aber Gott, er hat ihn immer noch angesprungen. Ist das ein Turmspringer oder was hat sich das Worldbreaker da gerade genommen? Auf jeden Fall kommt auch schon hier Laune Bärchen zurück, wird nochmal angegangen von dem Sven, sogar BKB gezogen, was sie alles gemacht hat, um den Dark Seal zu machen. Jetzt kommt Chancy dazu und dann sagt ihr jetzt das Lucky Attack. Kobos gibt auf ihr Account und ja, jetzt kann ich mal zu viel machen. Wir haben an der Seite Gott, der kriegt jetzt zumindest die Profit, kriegt Z-Freak, aber die kriegt Kobos und der Rest von Luthor's Bro. Das war jetzt so viel Chase von Darkseer, den sie am Ende nicht mal bekommen haben. Ja, das ist hier mit Tuna, aber die Q-Bone und die platzt ja nur die überreichende Marke vom Luthor und Mino und an der Seite auch. Gigi Warcraft, Radiant's middle tower has fallen. Now let